Moin moin liebe Leute, wir wollen heute einmal in Voxatron reinschauen. Ein Spiel, ein kleines Indie-Game von Lexaloffel und Teil des Humble Bundles. Das Humble Bundle, ich packe einen Link in die Beschreibung, ist noch für 3 Tage verfügbar. Wer mehr als $5.25 bezahlt, bekommt noch The Binding of Isaac dabei, bekommt noch Gish dabei, bekommt noch ein Spiel dabei, das ich gerade vergessen habe. Blocks That Matter, genau. Und 3 kleine Minigames von Lexaloffel. Und das alles für $5.25, also 4 Euro ungefähr. Wenn ihr weniger zahlt, bekommt ihr nur Voxatron und ich glaube die Minigames noch dazu, ich weiß es nicht. Also ich würde definitiv die $5.25 investieren, denn The Binding of Isaac, habt ihr gesehen, ist ein ziemlich geiles Spiel. Gilt jetzt noch für 3 Tage das Angebot, deswegen würde ich sagen, das würde ich mir nicht entgehen lassen an eurer Stelle. Ich schlage bei sowas generell immer sofort zu, aber wir spielen jetzt mal Voxatron, nehmen den Adventure Mode. Ich fange mit einem neuen Spiel an und zeige euch mal ein bisschen, was Voxatron jetzt genau ist. Das Coole an dem Spiel ist, dass man seine komplette Umgebung eigentlich zerstören kann. Man sieht das hier schön. Alles fällt in kleine Blöcke zusammen. Ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein voxelbasierendes Spiel. Und ja, das fällt dann auch alles zusammen. Also das ist ganz cool gemacht. Ist halt so ein Dual-Stick-Shooter quasi. Man kämpft dann halt gegen immer mehrere Gegner. Die natürlich auch immer stärker werden. Das Spiel ist relativ schwer, muss ich dazu sagen. Aber allein der Grafikstil und dieses zerstörbare Drumherum ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. So, die verlieren teilweise auch Sachen. Das hier ist zum Beispiel Schokolade, die ich gerade kaputt geschossen habe, was eher eine blöde Idee war. Denn das ist quasi Score. So, die ersten Level, die gehen noch relativ. So, hier habe ich jetzt Triple Shot. Da hat mich leider gerade ein Gegner mit seinem Schuss getroffen. Einige Gegner können auch schießen, wie man sehen kann. So, 25 Punkte. Die springen ein bisschen rum. Das ist eigentlich alles also irgendwie... hauen auch teilweise einiges kaputt. Also, das ist eine ganz coole Sache eigentlich. Erinnert von der Art her auch ein bisschen an ein pixeliges The Binding of Isaac. So, können wir die Max Life haben wir, gibt dann 100 Punkte. Und in diesem Orb springen wir rein. Jetzt liegt hier ein Schlüssel. Pilz könnten wir auch noch kaputt schießen. Also hier kann man wirklich alles kaputt schießen. Was das Ganze irgendwie sehr, sehr interessant macht. Das ist ja das Coole an diesen voxelbasierenden Spielen. So, jetzt nehmen wir hier wieder den Triple Shot. Und die kleinen blauen Popel hier kriegen wir relativ schnell abgeschossen. Also es macht definitiv schon Spaß, muss man sagen. Die Gegner sind relativ cool. Wie man jetzt hier gesehen hat, man nimmt relativ leicht Schaden. Das ist nicht so cool. So, den Apfel nehmen wir mit. Mach die Treppe ein bisschen kaputt. So. Wir wollen uns an den Kragen. Das ist ziemlich alles in diesem Spiel. Abstand ist das auch noch machbar. Wie man hier rankommt, zeige ich euch gleich. Da haben wir nämlich hier so ein Ding. Da haben wir jetzt statt Schüssen sowas. Bild. Boom. Hat einmal Peng gemacht. Okay, dadurch sind die hier runtergefallen. Jetzt habe ich natürlich keine normalen Schüsse, bevor das aufgebraucht ist, was jetzt nicht so tragisch ist.
Das ist jetzt eher schon tragisch, aber wir können hier auf dem Rand lang balancieren. Was doch ganz nett ist. Und versuchen uns das Medipack zu holen, was nicht so ganz klappt. Naja, da kann ich gleich zumindest mal zeigen, wie es aussieht, wenn man stirbt. Man kann natürlich Deckung suchen. Diese Deckung geht dann natürlich nach einiger Zeit kaputt. Leben jetzt doch noch geholt. Genau auch wie das, was wir gebaut haben, auch kaputt geht. So, das Level hätten wir geschafft. Jetzt können wir noch mal gucken, ob wir hier irgendwie rankommen. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, wenn man nicht da drunter hängen bleibt. Das ist sicher irgendwie machbar. Ich will diesen, also soweit ich weiß, ist das der Triple Shot. Und ist bestimmt irgendwie machbar. Die Steuerung ist halt jetzt, ich habe sie mir auf den Controller gelegt. Lässt sich natürlich auch ganz normal mit Tastatur und Maus und Tastatur spielen, was ich mir relativ schwierig vorstelle, wenn ich ehrlich bin. Versuchen, diesen Tower hier zum Einstürzen zu bringen, aber ich glaube, das dauert etwas lange. Aber wenn ich hier drauf gehe, vielleicht könnte das noch klappen. Nein. Man ist ja gierig, ne? Ist ja immer so. Na gut, dann gehen wir halt ohne in die nächste Ebene. Ah, das war ja so nicht geplant, ne? Sind eigentlich nicht so schlimm, nur die Feuerblumen sind ein bisschen nervig. Aber egal, dafür gibt es Schokolade. Und wer mag keine Schokolade? So, da oben gibt es noch ein Health Pack. Auch dass sich alles so ein bisschen aufbaut, finde ich relativ cool. So, ich weiß nicht, ich glaube hier, doch hier bin ich das letzte Mal noch weitergekommen. Duplicate. Ich weiß gar nicht, was das jetzt genau macht. Vielleicht die Items, die hier werden oder so. Solange man immer auf Abstand bleibt, geht das eigentlich. Ich kann natürlich auch alles kaputt schießen. Ah, diese. Ich habe nicht gesehen, dass es ein roter war. Triple Shot habe ich bekommen. Ja. Wenn man das gut ausweichen, oder zumindest das einigermaßen ausweichen, habe ich ja bei dem Binding of Isaac gelernt. Bonus-Multiplier. So. Jetzt mal Duplicate. Und weiter geht's. Und hier bin ich letztes Mal, glaube ich, verreckt. Was doch jetzt arg hart wird. Vor allem wegen diesen Viechern. Von nicht nur ein paar kommen, weil wenn jetzt geht eine ganze Herde los hier. Spawnt dann auch an den unmöglichsten Plätzen. Ah, Blaster. Und das sind stärkere Schüsse, die man annehmen kann. Aber man hat davon halt nur begrenzt welche. Sushi gibt 100 Punkte. Gut zu wissen. Nächstes Mal, wenn man Sushi bestellt und so, weiß man Bescheid. Und ihr seht, es wird schon wesentlich härter. Das ist gerade mal das dritte Level. So. Man muss halt versuchen, die so ein bisschen aufzuteilen. Vielleicht komme ich ja dieses Mal durch. Okay, das macht Boom also. Boom reißt die komplette Umgebung mit sich. So. Nur für den Effekt nochmal. Also, sieht schon ganz geil aus, muss man sagen. So, und ich bin diesmal weitergekommen als letztes Mal. Auch das muss man sagen. So.
einfach nur Boom. Und das ist jetzt doch schon arg böse teilweise. Triple Shot. Und jetzt gib ihm. Okay, so sieht's aus, wenn ich sterbe, also genau wie bei Boom. Was allerdings jetzt nicht so dramatisch ist, da man hier eh immer wieder respawnt. Allerdings kann es natürlich dann leicht frustrierend sein, wenn man zum Beispiel ein Medipack aufsammelt und direkt wieder abgeschossen wird, abgeknuddelt von den Viechern, so zum Beispiel. Aber mal gucken, ob das was bringt. Kann ich gar nicht sagen. Okay, gar nichts. Macht das Ganze nur noch nerviger, weil die dann jetzt die Treppen hochkommen. Vielleicht ist es ja jetzt machbar, auch wenn ich es bezweifle. Also es ist schon teilweise echt frustrierend. Okay, ich hatte noch volles Leben, das war jetzt auch eher doof. Jetzt habe ich wenigstens mal den Triple Shot. Lass mich trotzdem direkt wieder treffen. Ansonsten hätte ich gleich noch eine Taktik, die ich mal einsetzen könnte. Wenn das jetzt nicht klappt. Gerade sieht es eigentlich ganz gut aus. So. Oh, da ist leider mein Schokokuchen gerade despawned. Oh Gott. Okay. Mit einem Herz jetzt echt böse, muss man sagen. Aber die wollen, dass ich das hier hole. Und dann... Nein, nicht... Ja, die Steuerung ist manchmal ein wenig blöd. Peng, peng. Gut, aber ich wollte euch das Spiel ja eigentlich nur mal kurz zeigen. Was ich euch auch mal zeigen kann, sind die benutzergenerierten Level, denn hier gibt es einen Editor dabei, von dem ich absolut keinen Plan habe und ihn euch deswegen auch nicht zeigen werde. Aber die BBS-Levels sind sehr interessant. Ich muss einmal kurz Update machen und dann sieht man hier schon einiges... Schau mal gerade, ob ich was Interessantes finde. Zeldish Sing. Ich habe hier letztens, glaube ich, mal einen Apple Store gesehen. Was natürlich eine coole Idee ist, da man mit diesem Editor alles nachbilden kann. Hardest Level Ever? Nein, lieber nicht. So, schau mal, was ich finde. Ist gerade Steve from Minecraft. Nehmen wir doch das mal. Ja. Schießen wir unserem Steve mal die Beine ab. So.
Das war also Steve von Minecraft. So, ja. Sowas gibt's dann halt gerne mal. Creep on the Creeper. Also, es gibt schon doch definitiv sehr schöne... Dass da jetzt dieses Boom-Item neben erscheint, ist natürlich jetzt eine super geile Idee. So sieht es dann übrigens aus, wenn man es geschafft hat. Score 0. Auf jeden Fall hat das Spiel einige interessante... da haben wir doch den Apple Store. Also, sehr interessante hier, das sind Microsoft-Mitarbeiter. Ja. Oh, die sind die schlimmsten. Das sind die, die noch mit Windows ME unterwegs sind. So, immer schön auf dem iMac rumstehen. Also das ist das Interessanteste an dem ganzen Spiel, finde ich eigentlich, diese user-generierten Level oder die Möglichkeit, Level zu generieren, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Hier sehen wir auch noch ein paar neue Gegnertypen, die wir noch gar nicht kannten. Eine Schnecke zum Beispiel, die den ganzen Apple Store zuschleimt. Also die typische Windows-Kiste. Rechner zugemüllt. Ja, es ist definitiv ein interessantes Spiel. Ich wollte jetzt eigentlich einmal nur mit euch reinschauen. Und ja, das Ganze läuft wie gesagt noch 3 Tage. Ich würde definitiv, definitiv jetzt noch zuschlagen. Ihr kriegt noch The Binding of Isaac dabei. Und das Spiel ist einfach... Überhammer. Allerdings müsst ihr halt mehr als $5.25 zahlen, aber ihr bekommt dann halt zu The Binding of Isaac noch einige Spiele dazu, unter anderem Voxatron. Was auch ganz lustig ist, doch muss man sagen, kann echt Spaß machen. Und ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich öfter mal ein paar Indie-Games vorstelle oder vielleicht auch Let's Play, je nachdem wie lang sie sind oder wie viel man da machen kann. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mir das in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Ich muss jetzt nichts aufnehmen, also ich spiele selber gerne Indie-Games und ich spiele die auch, aber ob ich es aufnehmen soll, entscheidet ihr. So, und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, tschüss.